Hallo und willkommen zum nächsten Datenbank-Video der Berufsschule 7. Wir sind bei den SQL-Themen und wollen uns heute mal anschauen, wie wir User in das ganze System reinkriegen. Zielgruppe sind im Wesentlichen Anwendungsentwickler, 12. Klasse und alle Interessierten wie immer. Bevor wir uns um die User kümmern, müssen wir uns erstmal anschauen, welche Verbindungen können wir denn bei so einer Datenbank eingehen. Das ist wichtig, gerade bei MySQL, weil dort die User-Erzeugung sehr eng damit verknüpft ist. Gehen wir davon aus, wir haben einen Server, der hat jetzt irgendeine feste IP-Adresse und die Datenbank sitzt irgendwo auf diesem Server. Und jetzt haben wir zusätzlich noch auf dem Server eine Applikation und diese Applikation möchte mit der Datenbank reden. Also die Applikation nutzt die Datenbank für die Datenhaltung. Gut, und dafür braucht jetzt auf der Datenbank die Applikation irgendein User. Ja, der muss dort angelegt werden, damit die Applikation sich mit diesem User-Account auf der Datenbank anmelden kann und eben mit der Datenbank arbeiten kann. Jetzt haben wir einen zweiten Server, auch wieder irgendeine IP-Adresse. Wichtig ist hier, das ist erstmal natürlich eine andere, wie die vom Server 1 ist, und dass diese IP-Adresse fest mit dem Server verknüpft ist. Das heißt, ich weiß, wenn die Applikation, die auf diesen Server mit der Datenbank entsprechend sprechen möchte, dass diese IP-Adresse genau von dieser IP-Adresse kommt. Ja? Also legen wir hier einen weiteren User an. Gut, und aller guten Dinge sind drei. Jetzt haben wir natürlich noch den Client und der Client hat irgendeine IP-Adresse. Die kriegt er jedes Mal neu, wenn er sich neu einloggt. Und der hat jetzt auch wiederum eine Applikation, die in irgendeiner Form arbeiten soll. Und jetzt müssen wir noch mal ganz klar eine Sache klären, die gerne missverstanden wird. Wenn die Client-Applikation mit dem Server interagiert, ja, angenommen die Client-Applikation spricht jetzt mit dem Server 2, stellen wir mal vor, die Client-Applikation ist einfach nur ein Webbrowser, die Applikation auf Server 2 ist ein Webserver und die Interaktion mit der Datenbank läuft jetzt eben über die Application, also über den da, dann ist die Datenbankverbindung für den Client absolut irrelevant. Also aus Sicht der Datenbank existiert diese graue Verbindung gar nicht, weil die Datenbank sagt, ich kriege die Anfragen von der Application des Server 2 und nicht von irgendwelchen Client. Die Datenbank kennt die gar nicht. Und gleiches gilt natürlich für die Applikation, die auf dem Server 1 liegt. Da redet auch die Server-Applikation direkt mit der Datenbank und die Informationen, die zwischen den beiden Client- und Server-Applikationen hin und her geschickt werden, interessieren die Datenbank überhaupt nicht. Einzig und allein, wenn die Client-Applikation direkt mit der Datenbank kommuniziert, dann brauche ich hier einen User. So, und das kann jetzt ein dezidierter User sein, der nur für Client-Interaktionen agiert, aber das kann auch der gleiche User sein, wie den der Server 2 nutzt. Also im Prinzip die beiden linken User, die wir hier sehen, das kann theoretisch auch einer sein, ja, weil man darf sich als User mehrfach in eine Datenbank einloggen. Weil hier geht es im Wesentlichen nur um die Rechte. Das Ganze ist jetzt aber aus Sicht des Loggings und des Tracings nicht ganz so schlau, wenn ich immer auf einen User setze. Also man sollte hier schon, wenn man dann später noch nachvollziehen möchte, welche Applikation hat denn was gemacht, das entsprechend ein bisschen aufteilen. Aber das ist einfach eine Entscheidung, die man architektonisch treffen muss. Und jetzt wollen wir uns das Ganze mal genauer anschauen. Und also fangen wir jetzt erstmal mit dem User an, der auf dem gleichen Server liegt. Ja, das war der rechte in unserem kleinen Schaubild. Und den User erzeugen wir genau mit diesem Statement. Es beginnt mit dem typischen Schlüsselwort create und diesmal wollen wir eben einen User erzeugen. Und wenn wir das machen, dann müssen wir den User natürlich noch etwas genauer spezifizieren. Der User bekommt einen Login-Namen. In dem Fall User 1. Und damit haben wir aber noch nicht alle Informationen, die MySQL braucht, um diesen User eindeutig zu identifizieren. Da kommt nämlich noch was hinzu. Und zwar der Host. Also woher kommt der User? In dem Fall jetzt Localhost. Das heißt, dieser User ist der User, der sich lokal mit der Datenbank verbindet. Und dann darf er auch nur das machen. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, mit dem User 1 irgendwo anders, also von dem Client zum Beispiel, mich gegen die Datenbank zu verbinden, dann klappt das nicht. Und das schauen wir uns gleich an.
Und dann brauchen wir noch ein Passwort. Das gehen wir jetzt hier einfach mal in der Form ein. Das kann man noch nachträglich ändern. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Entscheidend ist, wir haben hier ein Passwort hinterlegt und damit muss der User sich entsprechend auch dann identifizieren. So, wir gehen jetzt auf den Server 1 und verbinden uns jetzt mit dem MySQL-Client. Und ob das jetzt der MySQL-Client ist oder irgendeine API, Java, C-Sharp, was auch immer, ist egal. Entscheidend ist, wir brauchen hier MySQL, wie bei allen anderen, einen User. Bei dem MySQL-Client ist es -u. Und da müssen wir ein Passwort hinterlegen und das gebe ich einfach jetzt hier an der Stelle ein. So, und wenn ich das Ganze abschicke, bin ich hier eingeloggt. Also insofern passt es. Also der Server 1 ist eben der Ort, wo ich mich einlogge und wo die Datenbank liegt. Also kann ich mich sozusagen als Localhost oder auf dem Localhost mit dem Account des User 1 anmelden. So, und jetzt versuchen wir das mal über ein Netzwerk. Das heißt, ich bin jetzt als User 1, gehe ich auf den Server 2 und versuche jetzt, mich über ein Netzwerk mit der Datenbank zu verbinden. Dazu gebe ich jetzt dieses Statement ein. Und da haben wir hier die Host-IP-Adresse, also auf welchen Server möchte ich mich denn verbinden. Und dann auch noch den Port. Ja, und den Port habe ich jetzt hier in dem Beispiel auf 3306. Man sieht eben 3305, 06, 07, das sind so die typischen, wo wir bei MySQL damit rechnen müssen. So, jetzt geben wir das Passwort ein und siehe da, Access denied. Ich darf mich nicht von einem externen System mit diesem User, also User 1 at localhost, verbinden. Jetzt versuchen wir mal, einen User anzulegen, der sich vom Server 2, also einer bekannten IP-Adresse, verbinden möchte. Also, wir geben hier wieder Create User ein und jetzt hier anstatt Localhost geben wir diese IP-Adresse an, mit der wir den User erwarten. Also, wir sind jetzt hier auf dem Server 2. Hier unterstellen wir mal, dass der genau diese IP-Adresse hat. Und jetzt verbinden wir wieder mit dem gleichen Statement wie vorher auch. Und siehe da, wir können uns verbinden. Also, soweit klappt es. Dass, wenn ich weiß, welche IP-Adresse ich habe als Client, dann kann ich eben den Client genau so hinterlegen, dass er sich nur, wirklich nur von dieser IP-Adresse auf die Datenbank verbinden darf. Jetzt versuchen wir mal, ob wir mit diesem User 2 uns lokal anmelden können. Das heißt, ich gehe jetzt wieder auf den Server 1 und versuche jetzt lokal mit dem User 2 das Ganze zu realisieren. Und wir haben wieder Access denied. Ja, wir dürfen uns mit dem User 2 wirklich nur von dem Server 2 aus verbinden. Jetzt machen wir Folgendes. Wir melden uns jetzt wir erzeugen einen zweiten User 2 mit gleichem Username, aber jetzt mit Localhost. Und das werden wir jetzt dann gleich nochmal später brauchen, wenn wir uns die User direkt auf der Datenbank anschauen. Das Passwort ist jetzt ein anderes. Ja? Und jetzt schauen wir mal, ob wir uns damit anmelden können, wenn wir uns eben auf dem Localhost mit User 2 eben entsprechend verbinden. Ja? Wir geben das neue Passwort ein, dieses 456, das andere war ja 123. Und siehe da, wir sind auf dem System. Das heißt, wir können uns jetzt mit diesem User 2 auf Localhost entsprechend anmelden. Also können wir das eben auch schon mal abhaken. Jetzt haben wir hier eine unbekannte IP-Adresse. Und diese unbekannte IP-Adresse kann ich natürlich nicht angeben. Und deswegen gibt es hier dieses Prozentzeichen, das entsprechend hinterlegt, ja, der kommt übers Netzwerk, also nicht der Localhost, aber über eine IP-Adresse. Und welche, weiß ich nicht. Ja, das brauchen wir, wenn wir eben dynamische IP-Adressenzuweisungen haben. Und dann kann ich es entsprechend hier über dieses Prozentzeichen realisieren. Also wir gehen auf unseren Client, der hatte irgendeine IP-Adresse. Und wir haben hier diesen Verbindungsstring wieder, wie gehabt, auf dem Server und geben das Passwort ein.
Und wie wir sehen, können wir uns damit eben jetzt auch problemlos verbinden. Also funktioniert. Und das würde jetzt auch funktionieren, wenn wir jetzt den User 3 versuchen würden, über den Server 2, über das Netzwerk auf die Datenbank zu verbinden. Ja, nächste große Frage ist jetzt, wie werde ich denn diesen User oder wie werde ich User wieder los? Und das Ganze geht, wer hätte das gedacht, wieder mit dem Statement drop, also mit drop User. Und jetzt wichtig, User 3 at Prozent. Das heißt, ich muss hier entsprechend auch wieder den User und die Verbindungsart angeben. Warum, werden wir gleich sehen. Das ist, damit habe ich jetzt den User rausgeschmissen. Und wenn dieser User jetzt versucht, sich wieder mit MySQL zu verbinden, gibt das Passwort ein und Access denied. Das heißt, er kommt nicht mehr rein, weil er ja faktisch nicht mehr existiert. Okay, also soweit erstmal relativ simpel. Jetzt ist die Frage, welche User gibt es eigentlich? Kann ich mir die User irgendwie anzeigen lassen in MySQL? Und die Antwort ist ja, natürlich, das kann man. Die User stehen in einer Tabelle und die heißt MySQL.User. Dort finden wir die ganzen User-Informationen. Da steht jede Menge Zeug drin. Also man kann sich mit Describe diese Tabelle mal anschauen. Da sieht man, was da alles drin ist. Entscheidend ist jetzt für uns aber der Username und der Host. Das sind die Informationen, die für uns hier relevant sind. So, das Passwort habe ich jetzt deswegen noch mit reingepackt, damit wir sehen, ob dieser User 2, den wir zweimal mit unterschiedlichen Passwörtern angelegt haben, auch wirklich zweimal mit unterschiedlichen Passwörtern da drin steht. Gucken wir mal. Also wir gehen bis Statement ein und dann haben wir hier die Ergebnisdaten. Gut, Passwort steht natürlich hier verschlüsselt drin, das ist klar. Und jetzt möchte ich mal auf die von uns erzeugten User eingehen. Und zwar sehen wir hier, dieser User 2, der ist zweimal da. Also das heißt, dieses User 2 ist kein eindeutiger Key für die User, sondern ich brauche zusätzlich zu dem User immer den Host. Da sehen wir es. Ja? Hier haben wir jetzt eben den User 2 mit Localhost und mit dieser dezidierten IP-Adresse. Und die wurden wirklich zweimal angelegt. Und auch bei den Passwörtern sehen wir, wir haben hier in der Tat zwei unterschiedliche Passwörter drin und die wurden wirklich entsprechend zweimal parallel angelegt. Ja, also wir haben hier faktisch jetzt in Summe drei User drin. In Summe haben wir vier geschaffen, den vierten haben wir wieder rausgeschmissen mit Drop und damit können wir entsprechend tatsächlich mit Sicherheit unsere User eindeutig eben wieder sehen. So. Das wäre eigentlich so im Großen und Ganzen das, was wir als Admins bräuchten, um mit solchen Usern umzugehen. Dass da natürlich jetzt noch mehr drin ist, ist auch klar. Ja, also wir müssen User entsprechend auch von den Rechten her verändern. Das wird das nächste Video sein. Wir müssen eventuell auch gucken, dass wir User aus der Datenbank den Prozess wieder killen. Und also da gibt es jede Menge Zeug, was man noch zusätzlich machen kann. Das sind jetzt nur die wichtigsten. Aber ich glaube, User anlegen ist jetzt schon mal das allererste. Wie gesagt, beim nächsten Video schauen wir uns an, wie wir die Rechte den einzelnen Usern zuordnen. Das wird auch nochmal ganz spannend. Und es ist auch so, dass man, wenn man Rechte zuordnet, für User, die nicht existieren, kann man sie auch ad hoc erzeugen. Aber ich rate eigentlich schon immer, das eben mit diesem Create User Statement zu machen, weil man damit einfach sehr viel weniger den Überblick verliert. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Also, insofern, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.